Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Ja, Freunde, es ist endlich mal wieder soweit. Neuzugänge-Time bei Tom's Collection. Ja, und meinen ersten Deal habt ihr ja schon vorher im Intro gesehen, also vor dem Intro. Nämlich, ich habe sagenhafte 85 PlayStation 1 Spiele bekommen. Pro Spiel habe ich im Schnitt 1 Euro bezahlt, oder andersrum gesagt, für die 85 Spiele habe ich 90 Euro gezahlt insgesamt, und es sind absolut geniale Perlen dabei, zum Beispiel Crash Bandicoot, die ganze Serie, dann Spyro the Dragon, Tomb Raider und ja, somit habe ich es auf einmal geschafft, dass ich mein Ziel, wie gesagt, 100 Games pro Plattform eigentlich schon mit diesem Lot erreicht habe. Und ja, wie gesagt, es ist der absolute Hammer, dass mir sowas passiert ist. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich freue mich wirklich mega darüber. Und es gab natürlich noch andere Neuzugänge, nämlich welche das sind. Es sind einmal 4 Games für das Super Nintendo, 3 Games fürs Sega Saturn und dann haben wir noch 2 Games für den Game Boy Advance. Ja, fangen wir mit dem ersten Game an, und das ist für das Super Nintendo. Das ist The Brainies. Einmal hier oben, ja, Brainies sind im absoluten Top-Zustand. Complete in Box mit, ja, Complete in Box brauche ich eigentlich nicht mehr dazu zu sagen, was alles zu Complete in Box gehört. Und Brainies, um was geht es bei The Brainies? Ja, ihr spielt bei The Brainies Mexican Jumping Beans, oder anders gesagt Brainies. Und ihr müsst durch 101 Level verschiedene Puzzle lösen. Und ja, ist ein absolut süßes Spiel für mich. Warum habe ich es jetzt ausgewählt in meine 110 Spielesammlung für das SNES? Ich spiele sehr, sehr gerne solche Spiele. Und ja, für mich gehört es einfach dazu, weil es eigentlich so, ja, so ein Lieblingsgenre ist, was ich gern habe. Und ich habe es günstig gekriegt, also zack, in die Sammlung rein. Ja, Brainies ist in Europa 1996 auf den Markt gekommen und der Publisher ist Titus Software gewesen. Ja, kommen wir zum Spiel Numero 2. Ja, Spiel Numero 2 ist The Legend of the Mystical Ninja. Hier oben haben wir einen kleinen Knick drin, da unten, und ja, hier unten sieht es auch nicht gerade so besonders aus. Schaltet sich die Kamera mal scharf. Ja, bekommen für 29 Euro Complete in Box. Und was gibt es zum mystischen Ninja zu sagen? Das Spiel ist in Japan 1991 erschienen. In der PAL-Region kam es 3 Jahre später raus, nämlich 1994. Das Spiel ist im 2010 erschienenen Buch 1001 Videogames You Must Play Before You Die auf Platz 45 der besten SNES-Titel gelandet. Und ja, für mich ist es auch so, es ist eines der besten SNES-Spiele und gehört demzufolge für mich in jede Sammlung. Wenn man sieht, wie es abgeschnitten hat bei Nintendo Power, 4 von 5 Punkten bekommen. Bei der N-Force 95%, SNES Force 94%, bei CVG 93%, und ja, das Spiel macht absolut Fun. Und wie bei den anderen Spielen übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, hier oben das Gameplay. Ja, kommen wir zu Spiel
Nummer 3. Spiel Nummer 3 ist Utopia. Utopia. Auch wieder in einem sehr guten Zustand, complete in Box, 19 Euro geschossen. Und wobei dreht es sich bei Utopia? Utopia ist erstmals 1993 erschienen und davor auf den Rechner der MS-DOS-Ära und dem Commodore Amiga. Das Gameplay ist so ein Real-Time-Strategiespiel und Aufbauspiel. Hat was von Populous. Wer Populous kennt, ja, man hat auch, ähnlich wie bei Populous, hat man dieses Quadrat und unten drunter hat man diese Befehlsleiste. Sieht alles sehr stark nach Populous aus. Auch, dass es quasi kein Ende hat, sondern ihr könnt das Spiel unendlich weiterspielen. Und ich stehe auf solche Spiele. Ich habe Populous geliebt. Ich liebe Dune. Ich habe verschlungen die Spiele von Westwood. Command & Conquer hat jetzt zwar nichts so mit Aufbaustrategie zu tun, sondern mehr mit Zerstörstrategie. Aber ich liebe Strategie-Games. Und deshalb ist es bei mir in den 110 Spielen mit drin. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu dem Spiel? Ihr könnt 10 verschiedene Szenarien spielen, die auf einem verschiedenen Planeten zu tun haben. Und jeder dieser Szenarien hat verschiedene Völker. Und ja, wie gesagt, ein interessantes Aufbauspiel. Für mich gehört es in meine Sammlung rein. Wer solche Spiele mag, à la Populous, der sollte sich das Game gut mal anschauen. Ich glaube, es gibt keine Folge, wo ich nicht irgendwie einen blöden Versprecher drin habe. Aber zieht sich irgendwie durch wie so ein roter Faden. Kommen wir zu Spiel Nummer 4. Ja, Leute, Spiel Nummer 4 ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich verbinde damit sehr viele Jugendzeiten, und zwar die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit meinem Computerladen selbstständig zu machen. Ja, ich habe mich mit 23 Jahren selbstständig gemacht, und es war das erste Spiel seiner Art. Es ist der Begründer eines ganzen Genres, nämlich der Ego-Shooter. Und wer das damals miterlebt hat, Kollege von mir: hey, kennst du das Spiel? Ich so: nee, kenne ich nicht das Spiel. Und PC angemacht, das Ding von Diskette installiert, und wir haben diese Grafik gesehen, die atemberaubend damals gewesen ist. Du bist mit den seltsamsten Waffen durch die Gegend geeiert, und der Schwierigkeitsgrad damals war: wow, if I had the hammer. Ihr wollt sicherlich wissen, von welchem Spiel ich spreche. Ich spreche von Doom. Ja, ich freue mich, dass ich es endlich bei mir in der Sammlung habe. Ich habe bezahlt für das Doom 69 Euro und mir war es das wert. Ja, zu Doom brauche ich eigentlich nicht wirklich viel sagen, außer es ist eigentlich für jede Plattform erschienen, sei es für MS-DOS, für Windows, für 3DO, fürs Atari Jaguar, für den Game Boy Advanced, für Linux sogar, für Sega 32X, für Super Nintendo, für PlayStation 3, für die Xbox 360, für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Also es ist eigentlich, es ist ein absolut Hammer-Game. Für mich darf es auf gar keinen Fall in irgendeine Sammlung fehlen. Natürlich, klar, wenn ihr ein Fullset sammelt, dann braucht ihr es. Aber sonst, wenn jemand, so wie ich, irgendwie sich beschränkt hat, so maximal 110 Spiele von einer Konsole, dann gehört es auf alle Fälle in eine solche Sammlung rein. Ja, das war's von den Super Nintendo Titeln. Kommen wir zu den Sega Titeln.
Ja, das nächste Spiel ist auch wieder ein Spiel, was mich an meine Jugend erinnert. Also jetzt nicht, wo ich so ein kleiner Stöpke gewesen bin, sondern wo ich 24 Jahre alt gewesen bin, gab es bei uns in Radolfzell, da hat auch ein Kollege von mir gearbeitet, eine Kneipe ist untertrieben. Es war eine Spielhalle, wo du auf der einen Seite Poolbillard gespielt hast und die Geldautomaten gestanden sind, und in der größeren Halle standen die ganzen Arcades und die ganzen Flipper rum. Und ich habe mein Geld ziemlich versenkt in einen Automaten von Sega, nämlich dem Manix Superbike TT. Und ja, ich habe es mir für die Sega Saturn natürlich holen müssen, weil Jugenderinnerung. Und ja, Manix TT, wie gesagt, zum erschienen 1994 als Arcade-Automat, 1997 erschienen auf dem Sega Saturn. Dann gab es noch eine Windows-Version. Das ist eigentlich eine Portierung von diesem Game, also von der Sega Saturn-Version. Und natürlich sah die Windows-Version besser aus. Die Version hat bessere Stimmen gehabt. Das Teil war damals zu der Mega-Grafikkarte zum 3DFX kompatibel, also nicht zu der, nicht verwechseln mit der Konsole, sondern mit der 3DFX-Konsole, mit der 3DFX-Grafikkarte. Und es gab einen verbesserten Schattenwurf der Motorräder und des Fahrers. Ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer dass die Saturn zu PC-Portierung das britische Studio Psygnosis angestellt hat. Ja, kommen wir zum nächsten Sega Saturn-Spiel. Ja, das nächste Game ist das Cyber Speedway. Eigentlich nichts anderes als ein Rennspiel, nur mit anderen Klamotten, nämlich mit einem Hovercraft. Und ihr habt verschiedene Hovercraft zur Verfügung, die alle ein bisschen unterschiedlich reagieren. Das ganze Design ist ziemlich futuristisch. Es fliegen zum Beispiel im Hintergrund irgendwelche Riesenwürmer durch die Gegend. Aber ansonsten ein ganz normales Renngame. Kann man sich antun, besonders wenn man 5 Euro gezahlt hat. Ja, das letzte Sega Saturn Game kommt sofort. Ja, das nächste Game ist etwas ganz Besonderes. Ich habe das Spiel so oder diese Art von Spielen so auf keiner anderen Konsole gesehen. Und meines Wissens ist es auch das einzigste Spiel, welches dieses Spielkonzept hat. Es ist das Blast Chamber. Ja, beim Blast Chamber, wie gesagt, ein komplett neues Genre. Es ist zwar eine Art Puzzle-Game, Strategie-Game. Um was geht es? Ihr könnt mit bis zu 4 Spielern dieses Game daddeln, und ihr seid quasi gefangen in einem Chamber, also in einem Würfel, und in dieser Kammer müsst ihr die anderen 4 Gegner versuchen in irgendeiner Form zu eliminieren, indem ihr das Ganze mit eurem Anzug, euer Anzug ist quasi eine Art Bombe, und das Ganze ist vom ganzen Gameplay her recht interessant, weil der Raum bewegt sich, und da vorne, hier oben ist das Gameplay. Wer es noch nicht auf dem Sega Saturn hat, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ja, die letzten 2 Games der heutigen Neuzugänge-Folge sind für den Game Boy Advance. Es ist einmal das Need for Speed Underground und das
Power Rangers Dino Thunder. Ja, Gameplay haben wir hier oben. Und ja, Freunde, das war's von den Neuzugängen in dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte euch a little bit entertainen. Und ja, ihr wartet noch, ob ihr was gewonnen habt. Die Gewinner dieser drei Games hier, einmal von jenem, einmal vom Tony Hawk und vom The Bureau, sind irgendwie hier unten, so dazwischen, eingeblendet. Und was müsst ihr tun, damit ich euch das Ganze zuschicken kann? Ja, schreibt mir auf toms-collection@gmx.de eure Adresse und ich schicke euch das in den nächsten zwei Wochen zu. So, einmal da abgelegt. Und auch in dieser Neuzugänge-Folge gibt es was zu gewinnen. Es gibt einmal das Spiel für die PlayStation 4 Transformers Division zu gewinnen und einmal für die Xbox One Sunset Overdrive. Ja, was müsst ihr tun? Eigentlich nicht wirklich viel, sondern ihr müsst mal einfach reinschreiben in den Kommentaren, welches Game ihr gewinnen wollt oder welches Game ihr haben wollt. Und ja, den Kanal natürlich abonniert haben. Und das war's dann schon. Ja, Freunde, wir sehen uns nächste Woche dann mit einer TC News Folge. Däumchen drücken, dass es nächste Woche klappt. Und mit meinem neuen Format Tom testet. Das kommt auch noch, das Testvideo. Ich habe ziemlich viele Sachen, die ich euch zeigen möchte, die ich antesten möchte. Das eine sind für den Raspberry Gehäuse. Dann gibt es einen Controller, den ich durchchecken möchte. Dann gibt es, im Prinzip gibt es zwei Controller, die ich durchchecken möchte. Ja, dann gibt es noch den Super Retro Advanced Adapter, den ich euch vorstellen möchte. Dann gibt es für die PlayStation 4 von Snakebite einen Controller, den ich auch noch mal durchchecken möchte und euch sagen möchte, ob sich das Ganze lohnt. Ja, das dazu. Und ja, nun sind wir am Ende. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schreibt mir was in die Kommentare rein. Hat es euch gefallen? Was kann ich besser machen? Hat es euch nicht gefallen? Ja, das war's von mir. Bleibt wie ihr seid und in genau 2, 1, BAM!